Heute mixe ich Ihnen einen Sidecar, einer der ältesten Drinks, den wir in den Bars kennen, aus den 20er Jahren aus Paris. Zuerst nehmen wir ein schönes altes Glas. Gucken Sie mal bei Oma im Schrank, was da so alles rumsteht. Dieses Glas ist 90 Jahre alt. Und das füllen wir mit etwas Crushed Eis oder auch Eiswürfeln. Man nennt das Frappieren, das Glas soll kalt werden. Dann einen Cocktailshaker mit Eiswürfeln füllen. Und dann brauchen wir 3 cl Remy Martin VSOP, einen Cognac. Benutzen Sie am besten einen Messbecher. Wir brauchen Cointreau, einen Orangenlikör aus Frankreich, 2 cl. Und hier habe ich frisch gepressten Zitronensaft drin. Je nach Geschmack, aber sagen wir mal, das Mittelmaß sind 3 cl. Wer es saurer mag, nimmt mehr. Wer es süßer mag, nimmt weniger. Kräftig schütteln. Deckel auf, der Shaker schön beschlagen. Jetzt nehmen wir als allererstes das Crushed Eis aus dem Glas und füllen den Sidecar mit einem Strainer in das Glas. Der Sidecar wird ohne Eis serviert und wir haben hier einen der ganz großen Klassiker aus den 20er Jahren, benannt nach einem Motorradseitenwagen. Da soll mal einer mitsamt dem Motorrad in die Bar reingekracht sein, der Harris New York Bar in Paris. Zum Wohl! Ja.